Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Als wenn ich es irgendwo geahnt oder gedacht habe, tatsächlich ging bis eben meine Webcam nicht. Meine Webcam ging nicht mehr. Ich meine, sie hat da schon so ein bisschen Staub angesetzt und ich sehe auch so ein paar Spinnweben dazwischen. Aber sie ging tatsächlich nicht mehr und ist aber, glaube ich, jetzt gefixt. Also, ihr seht mich. Und ja, wir hatten Wartung. Ich war am Wochenende, habe ich nichts mehr gemacht für das Juni-Update. Ich glaube, die beiden Sneaks, die dann kamen, waren, glaube ich, nicht mehr so ultra interessant. Also fand ich jetzt, aber ich würde mir das Ganze jetzt trotzdem mal reingucken oder anschauen. Und wir gehen gemeinsam rein nach Clash of Clans. Und eine Aktualisierung ist verfügbar. Okay, dann aktualisieren wir erstmal. Mal sehen, wie lange es dauert. Ich nehme das einfach mal auf, dann seht ihr das, wie ich immer clashe. So, aktualisieren und das braucht man hier eigentlich gar nicht so zu, obwohl wir können das ruhig mal laufen lassen hier, das ist egal. Wir können das ruhig mal laufen lassen und derzeit mein Handy leise stellen, so, dann nervt mich das auch nicht. Okay, wir können es öffnen, perfekt, da geht ja relativ zügig. Also, kleines Update, ne? Kleines Update. Ich denke, viele haben viel, viel mehr erwartet. Und ich bin gespannt auf die kleinen, aber feinen Neuerungen, muss ich sagen. Kleinen, aber feinen Neuerungen. Erstmal wird nichts angekündigt, okay. kein Pop-up oder sonst was, aber hier gibt es ein Ausrufezeichen. Okay, 4-Sterne-Bonus. Clanspiele, Clanspiele, alles klar. Skin. Mehr nicht. Okay. Gibt es was in Neues? Es gab doch was in Neues, oder? Stopp. Es gab doch was Neues. Okay. Die Clan-Kapitel sind ja vorbei. Also nicht die Clan-Kapitel, sondern die Überfälle hier. Und Medaillen haben wir auch bekommen. Die kleinen, aber feinen Unterschiede bzw. hier Verschlimmbesserungen, die sie hier gebracht haben, finde ich aber auch sehr, sehr gut, dass man nicht mehr mit so einer halbvollen Armee angreifen kann, sondern du musst wirklich eine volle Armee haben, inklusive Zauber. Erst dann ist der Attack-Button überhaupt highlighted, also so, dass man ihn auch klicken kann. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen, auch, dass man dann die Anzahl der verbliebenen Angriffe hier noch sieht mit einem kleinen Schwert, was wir natürlich jetzt im Moment nicht sehen, weil im Moment keine Stadtraids sind, aber angeblich sollen die Truppen nichts mehr kosten. Und wir gehen mal rein, die Truppen kosten tatsächlich nichts mehr. Die Truppen, die Zahlen, die ihr dort seht, das sind die Anzahl der Truppenplätze, die diese Truppen jetzt noch also an Truppenplatz kosten. Auch das finde ich sehr, sehr gut. Was ich auch sehr, sehr gut finde, ist das Mülleimer-Symbol hier. Auch das ist neu mit drin. Ich meine, das sind so die kleinen Qualitätsveränder oder Verbesserungen. Okay. Aber ich wollte gar nicht auf dieses Dorf. Ich wollte eigentlich beim Tote hin. Ich wollte eigentlich beim Thorsten ein bisschen weiterspielen heute. Und, okay, das Sommer-Update ist da. Ah ja, okay. Jetzt ist es hier auch da. Alles klar. Das Sommer-Update, es gab natürlich dazu von Darien ein Dev-Update, wo allerdings eigentlich nur geredet wurde. Und ich meine, ich rede ja im Moment auch nur. Können wir mal eben sammeln. Die anderen Sachen noch nicht. Jo, hier ist jetzt auch der Schub mit drin. Also hier kann man jetzt auch die Bauarbeiter in der Schmiede schuben. Finde ich eigentlich gut. Viele haben wahrscheinlich gedacht, wenn man den Trank hier einwirft, dass dann auch unten die Schmiede geboostet ist. Ich glaube, das war nicht so. Das heißt, wir müssen jetzt hier von Hand die Schmiede boosten. Und, der ist, na toll, schon wieder gegangen. Also, hallo, du bist mit im CK. Sag mal, was ist mit den Menschen los hier? SWAT United, ey, wenn ich das schon, den lade ich wieder ein. Anführer ist er sogar. Richtig ab. Reg dich einfach ab, Thorsten. Ja, mache ich. Ich reg mich einfach ab. Ja. Richt mich nicht mehr auf, ne?
Das regt mich überhaupt nicht mehr auf. Gar nicht mehr. So, jetzt muss ich hier auch ein Update machen an diesem Riesenhandy hier. Am 7 Plus. Aktualisierung. Jawohl. Ja, das setzt auch noch immer mehr Staub an. Und aber ich muss mal eben aktualisieren klicken. So. Aber was gab es denn eigentlich noch Neues? Es gab noch so kleinere Sachen, die neu sind. Mauern können jetzt ab Rathausstufe 5 auch mit Elex gemacht werden. Das finde ich natürlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Helden werden nach wie vor so geupdatet, wie sie geupdatet sind oder abgedatet werden. Und E-Sports, ach so, das war der Quiso Cup, ja. 8 Sachen, die man hier noch kaufen kann. So, dann öffnen wir das hier auch mal. Und ja, mal sehen. Ich habe immer noch ein paar Tage Zeit. Eine Woche ist noch Zeit, um mir die Sachen zu kaufen. Aber im Moment kann man noch gar nichts, wirklich nichts nachlesen, was alles in diesem Update drin ist. Denn es ist ja doch schon eigentlich eine ganze Menge. Aber die Heimatdorfänderung, Ausbildung zum Nulltarif haben wir gehabt. Der Bedarf der Armee ist nach wie vor vorhanden. Spieler und Spielerinnen erhalten keine Ressourcen mehr zurück, wenn sie einem Clanmitglied was spenden. Okay. Spendenerstattung von Clanvergünstigungen wurden auch entfernt. Bei einigen Ereignissen wird die Ausbildung von Truppen oder Zaubern nicht mehr rabattiert. Okay. Die Elixierbeute in der Legendenliga wurde reduziert, um die Goldbeute zu entsprechen. Änderung der Elixierkosten. Genau, können jetzt Mauern ab Rathausstufe 5 mit Gold oder Elex aufgewertet werden. Das ist ja ein echter Segen, würde ich mal so sagen, für die kleinen Dörfer. Alle Entfernfunktionen in der Armeeausbildung, ich meine, sie haben das ganze Jahr schon in der Clanstadt gehabt, also haben sie es jetzt hier auch integriert. Wie gesagt, finde ich sehr sinnvoll. Und Supertruppen-Schnellspende, das machen wir gleich mal. Auch das ist sehr, sehr cool, wenn man sie nicht hat. Zufallsgenerator für Szenerien, auch das, denke ich mal, ist einfach jetzt... ja, manchmal fragt man sich eigentlich, warum kommt das erst jetzt? Sie haben doch schon einen Zufallsgenerator für Helden etc. und für ganz, ganz viele andere Sachen auch. Warum jetzt erst für die Szenerien? Ja, also entweder denkt man da wie ein Entwickler und sagt, okay, das könnten wir jetzt implementieren, aber wir machen es nicht. Wir bringen das mal in einem ganz bestimmten Update. Ne? Habe ich manchmal so das Gefühl, dass Entwickler so ticken. Die Schattenszenerie hat einen neuen Benutzer und definierten Umgebungssound und Musik. Die Position, ach so, das sind zusätzliche Änderungen in der Szenerie. Ja, da wurde ein bisschen was angepasst. Kamerabewegung, Kürbisfriedhof-Szenerie verwendet jetzt den Halloween-Sound und die Halloween-Musik. Okay, während des Streams hier habe ich das eher selten an. Und die epische Winter verwendet jetzt Winter-Ambient-Sound. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof im Sommer. Okay, aber es sind die kleinen, aber feinen Änderungen und Clanstadtänderungen, das ist das, was ich schon ausgelassen habe, weil mir liegt die Clanstadt selber nicht so am Herzen, muss ich sagen. Und aber wie gesagt, Baumeister, Zaubertrank, Schmiedeaktivierung, Clanstadt, Bezirksherausforderungen, Bezirke, deren Layout während des Überfallwochenende nicht geändert wurden, stehen während dieses Wochenende weiterhin für Freundschaftsspiele zur Verfügung. Ich weiß, dass viele gar nicht erst bauen, sondern einfach nur freischalten. Das habe ich jetzt auch im letzten Wochenende selber gemerkt. Also nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen, dass die Sachen immer noch dastehen, wo sie freigeschaltet wurden, weil sich niemand, glaube ich, so richtig Mühe macht, mal den Layout-Editor anzuwerfen, um hier neue Sachen zu machen. So, das brauche ich ja nicht rausschneiden, sondern einfach mal leer machen. Überfallmedaillen. Das finde ich gut, dass sie das, sage ich mal, für die Leecher jetzt ausgeblendet haben, beziehungsweise eingeblendet haben. Nee, du musst jetzt, also da die Anzahl der Medaillen ist abhängig von der Anzahl der Angriffe, die du auch machst und dann natürlich der ganzen Angriffe, die alle gemacht haben. Auch das finde ich gut, denn auch ich war jetzt mit meinen Accounts so einer, der nur einen Angriff gemacht hat und kriegt trotzdem alle Medaillen. Das ist genauso wie bei den Clanspielen. Du machst ein kleines Clanspiel und kannst trotzdem in alle Tiers greifen, um die Belohnung abzuholen. Und das sind noch Behebungen hier, beziehungsweise das sind die Überfallmedaillen. Es wurden ein paar Fehler behoben, dass die Baumeister schlafen, während sie der Schmiede zugewiesen sind. Okay. Der Infobildschirm des Halshauers wurde korrigiert, um die korrekte Heilungsmenge anzuzeigen. Der Info
Mit den teleportierenden Dorfbewohnern beim Besuch einer Clanstadt wurde behoben. Da wurden Dorfbewohner teleportiert, okay. Sie werden nun über Mauern springen, um der Zerstörung zu entgehen, wenn sie keine alternative Route zu ihrem Ziel finden. Flieht, ihr Kleinen, flieht. Ich mag das. Genau mein Humor. Okay, nächste Vorschau. Einige Änderungen im Heimatdorf bringen, das haben wir gehabt. Aber es gibt ja noch dann die kleinen, aber feinen Balance-Änderungen, die man natürlich nicht sieht, sondern jetzt erst erfahrt. Ich habe ja gesagt, Bowler werden sehr, sehr stark. Aber wir wollen jetzt mal eine Truppe anfordern hier, die ich garantiert nicht habe. Ich gucke mal, Armee bearbeiten. Wieso kann ich erst in 5 Minuten? Achso, 12 Gems. 5 Minuten. Geht ja gar nicht. Dann machen wir das anders. Dann spende ich mal eben mit dem Avatar mir ein paar Hoggies. So, warte mal, hat der Hog Rider? Jo, der hat natürlich Hogs am Start. Das gehört, perfekt. So, dann gebe ich dem erstmal ein paar Hogs. Und muss sie aber eben nachbauen. So, und jetzt kann ich mit der einen Gem-Spende hier tatsächlich, warte mal, er muss anfordern. Ich fordere mal garantiert das an, was ich absolut selber nicht in der Ausbildung habe, so hieß es ja, das können wir mal anfragen. Und zwar habe ich nicht die Supervalküren. Wir nehmen mal die Supervalküre hier. Wie viel gehen denn da rein? Mal sehen, wie stark die ist. Eine geht rein, zwei gehen rein. Okay, 2 Supervalküren und ein Barbaren. So können wir es mal machen. Also sende ich das mal ab und jetzt gucke ich mal, wie das funktioniert oder ob das überhaupt funktioniert, aber das wird natürlich funktionieren. 1, 2. So, und die Supertruppe habe ich nicht in Ausbildung. Ich habe im Moment selber nur die Supermauerbrecher in Ausbildung. Also ich glaube, das ist das Bahnbrechendste, was das Update hier mit sich bringt. Und ich kann die schnelle Spende jetzt machen, obwohl ich sie nicht habe. Das finde ich absolut genial. Kann ich dem Tote hier spenden mit 3 Gems, also dem Avatar. Super, super Sache. Das hat man sich sicherlich gewünscht. Und was habe ich mir auch gewünscht? Ja. Im Nachtdorf ist gar nichts passiert. Okay, im Nachtdorf ist gar nichts passiert. Machen wir eben Angriff. Damit ich diese Folge so ein bisschen strecken kann. Okay, das ist ganz garstig gewesen. Ja, geil. Ja, habe ich das schon mal alle erwischt da, ne? Jawohl. Ah. Nur ganz kurz. Ganz kurz und knapp und schmerzlos. Ich habe jetzt wieder vergessen, Clanspiel mitzunehmen. Wir schaffen die Clanspiele bei dem Clan-Herausforderer womöglich nicht. Und auch im Clan Free-to-Play, glaube ich, schaffen wir die nicht. Was ich sehr, sehr traurig finde. Ich meine, es liegt doch ein bisschen an mir. Ich bin hier auch mit einigen Accounts am Start. Und bin mit einigen Accounts hier. Und die könnte ich natürlich auch locker in die 4000 bringen, wenn ich mal ein bisschen mehr spielen würde. Nur 43%, das geht ja gar nicht. Ich hocke ja eigentlich den ganzen Abend draußen irgendwo rum und letztendlich Clash of Clans kannst du ja überall spielen, ne? Mann, das war jetzt aber echt wenig. Naja, wir gucken mal hier, Kampf hin, das hat sich ja nicht geändert, aber halt 4-fach Bonus, den nehme ich natürlich gerne mit. Meistens ist ja so, wenn ich den 4-fach Bonus eigentlich habe oder wenn er denn da ist, oh, der ist gut, dann habe ich da meistens nichts von. So, wo ist der Adler? Der Adler ist da hinten auf der Seite. Ja, können wir trotzdem reingehen. Können wir trotzdem mal reingehen. Wir gucken mal. 1, 2. Dass die Biene da reingeht so ein bisschen. Die Queen, ich hoffe nicht, dass die jetzt wieder überhaupt nach da geht. Wir können die natürlich auch da reinlaufen lassen, ne? Muss nicht. Oder den King. Mal gucken. Oder wird schon eng. Das ist schon ziemlich viel, was da gerade geschossen wird. So, wir könnten den King hier auch reinlaufen lassen. Gucken wir mal. So, da macht er da diesen nervigen Inferno weg, bevor der Inferno jetzt gleich auf meinen Heilern ist. Sehr schön. Jawohl. Und da geht er noch ein bisschen weiter. Sehr schön. Wunderbar. Auch das ist ein Multi hier. Und kriegen wir die Queen da reingezogen? Vielleicht. Vielleicht kriegen wir die Queen da reingezogen. 1, 2, 3. Ah, müssen wir mal gucken. Okay, der muss nach unten. War gar nicht mal so schlecht.
So, jetzt muss ich allerdings mal eben schauen, dass wir den so setzen. Den nehmen wir nach da. Zünden wir mal eben. Und gehen hier rüber mit den Minern. So, den noch damit rein. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 2. Oh nein. Lass die Queen. Lass die Queen in Ruhe. Oh, ich krieg das Rathaus gar nicht, ne? Naja, ist nicht so schlimm. Und ich habe noch nicht mal alle Zauber gesetzt. Ja. Oh, die Queen ist ja immer noch da. Okay, aber die wird jetzt gleich sterben. Dann versuchen wir mal noch die restlichen Zauber hier. Noch ganz nett. Oh, die Queen hat doch noch lange gehalten jetzt, ne? Hat doch noch lange gehalten. Und, oh, da sind noch ein paar Knabberskelette. Die können wir vielleicht weggiften. Warte mal. Hier nehmen wir nochmal. Oh, den Loot haben wir bekommen, das Rathaus nicht. Okay. Das Rathaus nicht. Den Loot haben wir aber ganz gut mitgenommen. Und ja, reicht uns. Nicht schlecht. Also das mit den, wie gesagt, mit den dunklen Truppen, ich glaube, das ist das Highlight, dass man nicht jetzt immer drauf warten muss oder dass sie irgendeinen anstiften muss. Ey, kannst du mal Kobolde ausbilden? Also die Sneakies, die Unsichtbaren. Ich will damit angreifen oder eine Blimp füllen. Das finde ich, muss ich echt sagen, wirklich sehr, 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 sehr gelungen. Und ist für mich zumindest, glaube ich, eins der Highlights hier in diesem Update oder in diesem Juni-Update, was ja eigentlich nur daraus bestand aus Quality of Life Verbesserung und ein paar Balance-Updates. So, Effekt. Baba Hüs. 5 normale Valkyren will er haben, okay. Aber gespendet habe ich hier schon, ne? Ah, nee. Ah, nee, doch. Ich baue mal eben 5 für ihn. 3, 4, 5. 5. Nicht. 5. 4, 5. Und ziehen ihn nach vorne. Ja, wunderbar. Okay, aber ich denke mal, so weit, so gut. Auch mit dem dass man hier jetzt ganze Armeen wegschmeißen kann, das war sicherlich... Ich meine, man kann die immer noch einzeln entfernen da oben, aber wenn man wirklich mal was ganz Neues erfinden will, dann kann man dem Ganzen da schon Riegel verschieben und das finde ich sehr, sehr gut. Alle anderen Sachen muss ich mal eben schauen. Zauber kosten ja auch nichts mehr an Elixier, also das Ganze ist ja weggefallen oder überhaupt die Kosten sind weggefallen für Truppen, für Zauber und auch für die Belagerungsmaschinen. Finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Obwohl man fragt sich jetzt, ich meine, die Mauernfarmer können natürlich noch viel, viel mehr in die Mauern farmen, so wie ich hier jetzt, der ja eigentlich gar nichts mehr zu tun hat und die sowieso Max sind, bei denen füllen sich die Lager, die werden es letztendlich hier ausgeben, nicht hier, sondern die werden es letztendlich hier so ein bisschen ausgeben und so kann es eigentlich nicht sein, dass wir noch voll überlaufende Lager haben, auch in dem Bereich Rathaus 8, 9, 10 oder drunter. Diese ganzen Elixier-Sorgen, die man da hat, weil man ewig genug Elixier hat, aber nichts mehr zu tun hat mit dem Elixier. Man könnte ja Mauern machen, kann man jetzt auch. Auch das finde ich eigentlich ganz gut. Also, erste gute Sache finde ich eigentlich ab Rathaus Level 5, dass man Mauern mit Elixier machen kann. Ich glaube, da haben wir jetzt 10 Jahre drauf gewartet oder länger, keine Ahnung. Und dass man die Supertruppen spenden kann mit einer schnellen Spende, auch wenn man sie nicht in Ausbildung hat, aber man kann natürlich nur die spenden, die man auch hat. Ich habe ja als Rathauslevel 12 die Sachen hier unten nicht, beziehungsweise glaube ich kein Inferno-Drachen, keine Superhexe. Superhexe weiß ich noch gar nicht, muss mal eben nachschauen, wir gucken mal eben nach, was man bei 12 hat und was man bei 11 hat. An Supertruppe. So, da haben wir jetzt auch das Zeichen. Gucken wir hier eben mal nach. Ja, hier habe ich die unteren, nehme ich alle nicht. Und dann kann ich die auch nicht verspenden. Also ich kann nur das verspenden, was ich auch maximal habe. Das heißt also mit Rathaus Level 12 maximal noch den Superdrachen. Und wenn wir jetzt in den Elferbereich reingehen, gehen wir mal beim Schief gerade rein, dann sehen wir das auch. Denn ab Rathaus Level 11 hat man ja die dunklen Truppen. Und der hat noch weniger, da geht es bis zum Supermauerbrecher. Also hier sind es eigentlich nur 4 Truppen, die man verspenden kann. Aber ich finde es echt super, super gut, muss ich sagen, dass man sie jetzt überhaupt erstmal spenden kann. Und dass keine Kosten auf einen zukommen, beziehungsweise
dass man sie nicht ausgebildet haben muss. Also das war auch schon immer ein bisschen leidig, ne, finde ich. Also so macht's das Spiel vor allen Dingen nochmal flexibler beim Anfordern, weil ich habe immer so, ich nenne es mal so, Respekt davor, zum Beispiel die Superschützen hier anzufordern, ja. Weil ich weiß, die bilden wenige Leute hier bei uns aus. Und wenn ich jetzt mal anfrage und nehme die mal, dann kann ich die mit dem Gem spenden, beziehungsweise wenn ich die Eingame-Spende habe, habe ich sie nicht, zahle ich natürlich Kosten dazu. Wir können auch mal gucken, was das eigentlich kostet. Die brauchen wir gar nicht auf Max. 1, 2, 3, wie viel kriegen wir rein? 2 kriegen wir eh noch rein. Und dann lassen wir gerade gucken. Vielleicht noch ein Sneaky und einen Barbaren. Das nehmen wir so mit. Und dann gucken wir mal beim Alex, das ist ja mein höchster Account hier im Clan Free-to-Play, was der jetzt dafür, ja, ich meine, okay, der gibt jetzt natürlich ein paar Gems dafür aus, ja. Hierfür natürlich nicht, aber für die Supertruppen. Und ja, das ist ja minimal, ne? 6, 12, okay. 12, 15, 17, mein Gott. Oh, dass die Truppen nichts mehr kosten, ist mega. Ein großes, gutes Update, ja. Aber ich meine, mit der Gemspende, ich finde es einfach genial, was sie hier gemacht haben mit der Supertruppe. Also das ist für mich, wie gesagt, das ist ein echtes Highlight. Ein echtes Highlight. Und du musst jetzt keinen Skrupel mehr haben, so, oh, die Superriesen, die hat kein Mensch bei uns. Nein, du kannst sie einfach fordern und sie werden dir gespendet. Ist doch eine schöne Sache. Was haltet ihr von dem Update? Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass ihr schreibfaul seid. Bin ich ja auch manchmal. Aber es würde mich auf jeden Fall freuen, eure Meinung zu hören. Ich meine, okay, Juni-Update, man stellt sich, oder überhaupt großes Sommer-Update, da stellt man sich natürlich was ganz anderes drunter vor. Rathaus 17 und eine neue Truppe und eine neue Defensive und noch einen neuen Helden mit einem Pet und. Aber ist nicht so gewesen. Ist ein reines Balancing und Quality of Life Service-Update gewesen. Und von daher finde ich es auch nicht schlimm. Es sind richtig coole Sachen damit reingekommen. Und das ist jetzt meine Meinung. Ihr habt meine beiden Favoriten gehört. Jetzt möchte ich eure Favoriten hören. Und das schreibt ihr mir bitte unten rein. Wenn euch die Folge gefallen hat, mal wieder mit Facecam. Sie geht wieder. Hurra. Das war wirklich eine Überraschung heute Mittag. Dann lasst mir einen Daumen nach oben. Nicht das Kabel. Einen Daumen nach oben da. Ja, ich bin so ein bisschen verletzt hier, Leute. Ich habe mir so richtig die Pelle aufgeschrubbt. Ja, aber richtig. Bis auf Knochen. Und war schon ein bisschen doof, ist aber schon ein paar Tage her. Dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Dann sehen wir uns in weiteren Videos. Bis dahin, Leute. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Flashed.